Zuschauer fragen uns immer wieder, was machen Simon und Jan, dieses Pärchen aus Leidenschaft und Liebe, eigentlich in ihrer Freizeit? Wir schauen mal nach. Naja, manchmal ist es auch ganz gut, wenn man nicht alles weiß. Viel Spaß bei Puff Puffs Happy Hour. Hallihallo! Wie freundlich! Schön auch, dass Sie zu Hause wieder dabei sind. Herzlich willkommen zu Puff Puffs Happy Hour! Sehr nett, sehr freundlich. Das tut auch mal guten Deutschen einfach gut gelaunt zu sehen. Wissen Sie? Sie sind ja mehr oder minder so eine Antipode von der gefühlten Stimmung draußen. Ist ja eher so alles. Ne? Alle sind wütend. Immer ist alles. Selbst wenn nichts da ist. Und Wut ist eine krasse Emotion. Wut ist doof. Ne? Wut verhindert, habe ich gelesen. Wut verhindert, dass Sie im Grunde genommen Zeit für was anderes haben. Okay, ich sehe es an Ihren Gesichtern, ich mache mal ein Beispiel. Also, ich saß mit meinem Sohn, der ist 4 Jahre alt, wir haben Lego gespielt. Ich weiß nicht, ob wir haben Noppensteine gespielt. Klötzchen, die man zusammenstecken kann, so möchte ich sagen. So, und wir haben Rennautos gebaut. Ja? Wir haben Rennautos gebastelt, dann immer auch schön noch eine Nummer an die Seite geklebt und damit haben wir schön gebastelt. Also ich glaube, zwischendurch hatte ich mehr Spaß als er, aber das ist mir dann auch egal. Auf jeden Fall haben wir da so gespielt und auf einmal wurde er sehr, sehr ruhig. Und dann rastet er komplett aus. Also wirklich von jetzt auf gleich. Fing an zu heulen. Nahm sein Auto, schmiss das an die Wand. Das zerbröselte in 1000 Teile. Also es nieselte Noppensteine. Ja, wir waren in einem Tornado aus Noppenstein gefangen. Und ich nur, was soll das denn? Ja, ich habe das natürlich adäquat als Vater habe ich reagiert. Was ist denn los, mein kleiner Bub? Mit einer Stimme voll Liebe, Zuneigung und Verständnis. Was ist denn los, du Kind. Und dann hat er gesagt, das Auto ist kaputt. Und ich sofort, Donnerwetter, das Kind ist hochbegabt. Ich habe ihm dann versucht zu erklären, wenn man sein Auto gegen eine Wand schmeißt, dann ist das nicht unbedingt gut fürs Auto, es ist dann halt kaputt. Dann meinte er, nein, es geht um die 12. Da meinte ich, was mit der 12? Die 12 ist kaputt. Da habe ich gesagt, was ist mit der 12 passiert? Und dann hat er es mir erklärt und das ist krass. Wahre Geschichte, ja, so 4 Jahre alt. Und zwar, ich habe so einen Legostein, Noppenstein, da ist eine 12 drauf, eine 12. So, und er wollte auf sein Auto, auf die Seite, die 12 stecken. Also hat er auf die linke Seite die 12 gesteckt und alles war okay. Dann hat er das Auto umgedreht und wollte auf die andere, auf die rechte Seite auch die 12 stecken. Und auf einmal saß er da und hat gesehen, ist ja gar keine 12, weil die 1 ist ja hinten. Das ist ja eine 21, verstehen Sie? Müssen Sie sich mal vorstellen, also das vierjährige Kind sagte, auf der linken Seite ist ja klar, die 12, die 1 ist vorne. Vorne da, wo die Scheinwerfer sind und die 2 hinten am Heck. Auf der anderen Seite umgedreht, war die 1 auf einmal hinten. Und er sagte, hä, das geht doch gar nicht, weil die 1 muss doch vorne sein, sonst ist es eine 21. Ich sag so, was erzählst du da? Ja, so. Und er hat dann 5 Minuten lang versucht, die 1 nach vorne zu kriegen, was bei einem fest lackierten Steinchen schwierig ist. Er hat versucht, den Stein umzudrehen, aber dann war die 12, ja, beziehungsweise die 21, also es war dann wieder eine 12, aber sie war auf dem Kopf, also es hatte keinen Sinn. So, irgendwann habe ich gesagt, Momente mal. Hier machst du einen wirklich schlimmen Fehler, weil hier geht es ja um unsere Schriftform. Er so, hä? Ich erkläre es dir. Und zwar, das ist, es ist ja so, wir schreiben von links nach rechts. Das heißt, das, was zuerst kommen soll, steht dann links. Dementsprechend ist die 12, hat die 1 links und bei einer 21 anders. Also, es ist, wenn du die 12, also wenn die auf der anderen Seite des Autos auch die 1 hätte haben vorne müssen, dann solltest du die spiegeln. Aber wenn es gespiegelt ist, dann ist es auch verkehrt rum, weil dann wäre es wirklich die 21. Und irgendwann habe ich mein Auto genommen und es auch gegen die Wand geschmissen, weil ich hab's nicht hingekriegt. Ich konnte mich nicht erklären. Also saßen wir beide inmitten von Noppenstein und waren stinkewütend.
Und dann habe ich mich mal da so ein bisschen eingelesen, wollte wissen, was ist denn Wut, wo kommt denn Wut her? Und das ist sehr interessant. Es gibt im Grunde genommen drei Erklärungsansätze. Der erste natürlich von Freud, ja, der schöne Liegenheini, der im Grunde genommen alles erklären kann. Der hat gesagt, Wut, also eine Ursache für Wut, könnte man im Grunde genommen mit der Triebtheorie erklären. Triebtheorie besagt, dass Wut tatsächlich vererbt werden kann, ja. Opa wütend, Sohn wütend, Enkel tierisch wütend, ja. Also so funktioniert das. Der gesamte Stammbaum wütend. Das ist die Triebtheorie. Dann gibt es die Theorie, dass das Ganze aufgrund von Frustration passiert. Ja, das ist die Frustrations-Aggressionstheorie. Das heißt, Sie stellen sich etwas vor, wie es zu passieren hat. Dann passiert das nicht und Sie sagen Menno und sind tierisch wütend. Ja, Frustrations-Aggressionstheorie. Und dann gibt es noch eine Theorie nach Albert Banduras. Ja, der sagt, es ist eine Lerntheorie. Also, Sie sind in einem Umfeld von wütenden Menschen gefangen und adaptieren. Das. Also alle um sie herum sind wütend und irgendwann denken sie, das scheint wohl eine ganz coole Emotion zu sein, also machen sie mit. Ja, das ist also, sie lernen das. Vielleicht als Beispiel, nehmen wir mal an, sie wachsen in einem Elternhaus auf, was unter einem System leiden musste, was nicht so gut war. Also haben sie immer auf diesem System rumgehackt, drauf rumgeschimpft oder sonst noch was. Sie waren also wütend auf das System. Sie haben das Ganze als Vorbild genommen und selbst als das System wechselte, ja, haben sie ja im Grunde genommen kapiert, nein, ich muss immer auf dieses System wütend sein. Also waren sie auch wütend. Sie denken gerade an Ostdeutschland, nicht ich. So, und das nur nebenher. So, und das sind also die drei Erklärungsansätze. Und dann habe ich mich damit befasst, was kann man denn gegen Wut tun? Und da gibt es eigentlich wenig Ansätze. Mein Lieblingsansatz, der war aus der Brigitte, duschen Sie kalt, fand mein Sohn ungeil, als er dann für 5 Minuten da stand und dann auch noch, jetzt ist aber auch noch kalt. Also, ja. Also habe ich selber was ausprobiert. Ich habe ihn dann irgendwann in den Arm genommen und dann wurde er auch langsam ruhiger. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn in Wirklichkeit los? Und dann meinte er, ja, er kapiert das nicht mit der 12. Und manchmal ist es so, Dinge, die er nicht kapiert, die machen ihm Angst. Und wenn ihm etwas Angst macht, dann möchte er es am liebsten kaputt machen. Sie denken gerade an Ostdeutschland, nicht ich, nicht ich. Nur, dass Sie es wissen. So. Und dann dachte ich, das ist natürlich krass. Die Psychologie sagt, Wut hat ganz, ganz viel mit Selbstwert zu tun. Wenn wir also da draußen den Wutbürger irgendwie mal vielleicht entschärfen möchten, wenn wir vielleicht das ein oder andere, was da draußen hochkocht, mal wieder runterköcheln wollen, vielleicht sollten wir uns einfach mal hinstellen und gegenseitig zuhören. Wir sollten uns einfach mal die Zeit gönnen, gegenseitig, damit die einen Dampf ablassen können und die anderen vielleicht erklären, warum es so ist. Wenn wir das schaffen und nicht Wut mit Wut begegnen, dann habe ich ein ganz gutes Gefühl, dass wir das da draußen wieder hinkriegen. Meine Damen und Herren, aber wer bin ich? Ich bin doch auch nur ein kleiner Scharlatan, der hier seine Gäste fröhlich empfangen möchte. Der Gast, der jetzt kommt, da muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Es ist wirklich sehr persönlich. Wir saßen in unserer kleinen Redaktionssitzung und irgendwann hieß es, sag mal, sollen wir den mal einladen? Und ich sofort, ja, super cool. Und dann hieß es, ja, aber ich dachte, du kannst ihn nicht leiden. Aber ich finde den super. Ich dachte, du kannst ihn nicht leiden. Nee, ich dachte, er kann ihn nicht leiden. Ich dachte, wir können ihn nicht alle leiden. Und dann ist uns klar geworden, wir finden ihn alle grandios. Und deshalb hat das so lange gedauert, bis er endlich hier ist. Und ich muss Ihnen eins sagen, ich möchte, dass er nie wieder weggeht. Hier ist für Sie, Till Reiners! Dankeschön. Vielen Dank. Sehr nett. Vielen Dank. Ich glaube, ich gehe nicht wieder weg. Toll. Ich freue mich sehr. Ich habe jetzt mit Freunden wieder mal über Politik geredet. Sie verstehen sich alle so als links. Und ich habe festgestellt, die sind alle für mehr direkte Demokratie. Also sind alle für mehr Volksentscheide. Und ich bin auch für mehr Volksentscheide, wenn immer rauskommt, was ich will. Und da habe ich so meine Zweifel, ob da alle so viel Weitsicht haben. Beweisstück A, ich. Ja, ich selber, ich wohne jetzt seit 3 Jahren alleine in einer Wohnung. Jetzt kriege ich neulich eine Stromrechnung über 2000 Euro. Habe ich mir gedacht, das ist zu viel. Und ich habe so reagiert, wie ihr wahrscheinlich auch reagiert hättet. Ich habe es erstmal weggeschmissen.
denn ich weiß, die haben sich vertan, gib ihnen noch eine Chance. Wo eine erste Rechnung ist, kommt auch immer eine zweite. Und kam eine zweite und die waren aber hartnäckig. Da waren wieder 2000 Euro im Gespräch. Und da habe ich mir gedacht, nee, das kann ja nicht sein. Bei Vattenfall war das. Und dann habe ich Vattenfall angerufen und habe gesagt, das kann ja nicht sein. 2000 Euro, ich habe jetzt keinen Teilchenbeschleuniger in meiner Küche stehen. Und da hat die Frau am anderen Ende der Leitung mir gesagt, nee, Herr Reiners, Sie haben, seit Sie in die Wohnung eingezogen sind, noch nie Strom bezahlt. Da habe ich mir gedacht, ja, meldet euch doch. Also von meiner Seite aus gab es ja nie ein Problem. Ich hatte ja Strom. Da habe ich mir auch gesagt, warum sagt ihr denn nicht mal früher was? Haben die da bei Vattenfall gesessen und sich gedacht, der Reiners zahlt keinen Strom, sollen wir denn mal Bescheid sagen? Nee, 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 warte mal ab. Lass mal warten, bis eine runde Summe wird. Und dann hat die Frau gesagt, nee, also wenn Sie in eine Wohnung einziehen, dann müssen Sie Strom anmelden. Und dann habe ich mir gedacht, wann kam das denn in der Schule dran? Also es gibt wirklich ein Problem in meinem Leben. Und der erste Gedanke, den ich habe, wann kam das in der Schule dran? So, und ich würde ja bei Volksentscheiden auf jeden Fall mitmachen. So, bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen für mein Leben? Auf gar keinen Fall. Bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen für 83 Millionen Menschenleben? Auf jeden Fall. So, Beweisstück B, dass nicht alle immer gute Entscheidungen treffen. So, ich glaube, ich bin da nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt immer noch Spam-Mails. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Es gibt immer noch Spam-Mails. Das heißt, es lohnt sich immer noch, die zu machen. Jemand investiert Zeit und Geld. Das heißt, es muss sich noch lohnen. Jetzt hier gerade, in diesem Moment, muss es da draußen jemanden geben, der sich denkt, Jackpot, der Sultan von Brunei hat mir geschrieben. Yes! Der will mir 1 Million Euro überweisen, wenn ich ihm 10.000 überweise. Das mache ich ja auf jeden Fall. Unter uns, ganz schön blöd von ihm, aber na gut. Ja, das meine ich. Ja, und es ist ja gar nicht so abwegig. Ich meine, der Brexit ist ja entschieden worden durch eine Spam-Mail. Nur nicht im Internet, der stand auf einem Bus. Auf dem Bus stand, die Brexit-Befürworter haben gesagt, wir werden 350 Millionen Pfund pro Woche sparen, wenn wir austreten aus der EU. So, das ist positiv ausgegangen für die Brexit-Befürworter. Und dann sind die gefragt worden, ja, was ist denn jetzt mit den 350 Millionen Pfund? Und dann haben die gesagt, war Wahlkampf. Also 350 Millionen oder null, das kann man nicht so ernst nehmen. Und natürlich ist es furchtbar, dass Politikerinnen und Politiker so lügen in dem Fall. Aber es ist ja auch furchtbar, dass Leute das lesen auf dem Bus und sich dann denken, boah, 350 Millionen, wow. Gut, ich könnte es jetzt nachprüfen, aber es steht schon so groß auf einem Bus. So, jetzt wird die Demokratie bedroht durch Rechtspopulisten. Und deswegen sagen viele, wir brauchen mehr Demokratie. Nee, ich will nicht mehr Demokratie. Ich will mehr Demokraten. Das finde ich schön. Und ich weiß, es klingt mega unpopulär, aber ich glaube, Politikerinnen und Politiker sind Experten für Gesetze. So, ich glaube an Arbeitsteilung. Ich finde das erstmal eine geile Sache. Wenn du Bäcker bist, back mir ein Brot. Du bist Lehrer, teach me Tiger. Ja, du machst Online-Marketing. Auch cool, ja. Ich rufe dich auf jeden Fall an. Also, dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber wenn es wirklich wichtig ist, so dann müssen doch mal alle mit zusammen abstimmen. Wo ich mir denke, nee, gerade wenn es wirklich wichtig ist, will ich, dass ein Experte macht. Wenn bei mir im Auto wirklich was Wichtiges kaputt geht, Motor oder so, da sage ich ja nicht hinfort Mechatroniker mit 7-jähriger Ausbildung. Da kümmert sich der Chef aber mal lieber selber drum. Motor. Wo ist er denn, wo ist? Was? Das ist der Kofferraum, das wusste ich. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, man wäre doch enttäuscht, oder? Man wäre doch enttäuscht bei so vielen Vorhaben, die dann nicht umgesetzt werden. Ich hätte viele gute Ideen als Volksentscheide, wirklich. Ich bin zum Beispiel dafür, dass Leute, die links auf der Rolltreppe stehen bleiben, dass man die tasern darf. Ihr seid das beste Argument gegen Volksentscheide. Ja. Stellt euch vor, ich schreibe das einfach groß auf den Bus. Jetzt könnte es sein, dass es verboten bleibt, ja, Leute auf der Rolltreppe zu tasern. Das wäre ja schade für mich. Ich meine, ich würde die dann immer noch tasern, aber immer mit der Angst im Nacken. Vielen Dank.
Guidos habe ich. Und nicht mehr weggeht, hat er gesagt. Er bleibt. Er bleibt. Die nun auftretende Künstlerin. Sie hat einfach eine kongeniale Schnauze. Ich freue mich immer, wenn sie da ist. Hier ist für Sie Tane. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich habe mir überlegt, ich höre jetzt auf mit Comedy, ich werde jetzt Rapperin. So, weil das ist irgendwie einfacher geworden, habe ich das Gefühl. Es ist einfacher geworden, Rapper, Rapperin zu sein. Ich habe das Gefühl, die scrabbeln nur noch ihre Texte. Es gibt keine geilen Rap-Texte mehr. In den 90ern gab es so gute Rap-Texte. Und jetzt habe ich das Gefühl, die scrabbeln das, die würfeln das einfach. Das ist nur so, Visa, Shisha, this, das, Ananas. Es passiert nichts mehr. Oder ein Rap-Text, den ich auch letztens irgendwie so mal gelesen habe, war so Gucci Kapitiv, Gucci Kapitiv. Zu viele Kameras, zu viele Kameras. Gucci Kapitiv, Gucci. Was ist das? Jetzt mal im Ernst. Und nur noch so Wortfetzen, nur noch so Konsonanten, die werden so gewürfelt und dann so Ra, Bra, Wuff, Skur, Skur. Lelelele. Lele. Was ist da? Das ist wie so Tauben, weißt du? Du wirfst irgendwas hin und alle Skur, 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 Skur. Skur, Skur. Und die fette Boss-Taube. Lelelele. Weißt du? Warum? Hier wird so eine YouTuberin entdeckt, die auch sehr groß im Musikgeschäft angekommen ist. Sie heißt Shirin David. Kennt vielleicht der eine oder andere. Sie saß auch mal in der DSDS-Jury. Deutschland sucht den Superstar für alle über 30. Und das ist auch der Knaller. Ne? Die Musik super gut produziert, aber die Message, ne? Leider nicht so gut, ne? Singt sie in einem Text so: Step in die Soiree, Attitude ist Nicki, Kronleuchter Zipperi, steh auf Schickimicki, Donatella am Hals, doch die Schuhe Jimmy. Kein Undercover Flex, gib ihm, Baby, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, Baby, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, Baby, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, Baby, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, Baby, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, Baby, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, Baby, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, Baby, gib ihm, gib ihm. Das ist der Refrain. Gib ihm, Baby, gib immer noch Refrain. Gib ihm, wo ich denke, gib nicht. Was soll das? Die ist 24, schon komplett gemacht, operiert, läuft da rum wie so ein Transformer. Jetzt finde ich Schwester Eva sympathisch. Weißt du, die Hardcore-Gangster-Rapperin, die jetzt im Knast ist. Nee, Shirin David wirklich heißt mit bürgerlichem Namen Barbara Shirin Davidavicius. Klingt eher wie so ein Harry Potter-Spruch, ne? Davidavicius. Und die hatte halt alle Möglichkeiten, weißt du? Schwester Eva hatte eine beschissene Kindheit. Dass das irgendwie da aus dem Ruder läuft, war abzusehen. Aber Shirin David hatte alle Möglichkeiten. Die hat Operngesangsstunden gekriegt, die hat Ballett getanzt, die kann 3 Instrumente spielen. Und die hat sich halt dafür entschieden: gib ihm, Baby, gib ihm, gib ihm. Wo ich denke, gib nicht! Am liebsten will ich, dass Schwester Eva mal kurz dazwischen geht, so. Was ist los mit dir, Kurva? Das geht so nicht. Ratz dich nämlich mit dem Knast. Was soll das, Kurva? Das machen wir nicht, Mädchen. Das ist nicht gut. Das machst du nicht. Was soll diese Scheiße? Das ist nicht gut. Was soll das hier? Ich hab gesagt, was soll das? Das geht so nicht. Rrr. Und dann gucke ich Schwester Eva ins Gesicht und denke, wer bist du denn? Was ist da denn passiert? Die ist auch komplett gemacht. Die sehen alle gleich aus mittlerweile. Ist wie so eine Schablone. Ich find's halt, ich versteh's halt nicht, weißt du? Ich bin wirklich für Freiheit, so, ne? Mir wird doch gerne mal Frauenbashing vorgeworfen, aber ich finde, es wird so oft einfach einem stumpfen Idealbild hinterhergeeifert, ohne mal für 3 Cent oder in dem Fall 3 Spritzen nachzudenken. Weißt du, ich finde es einfach traurig, weil wie sehr musst du dich selbst ablehnen, dass du das alles verändern willst? Ich würde mir einfach mehr Selbstakzeptanz wünschen. Das würde uns echt sehr helfen, weil es ist keine... Und es ist halt auch keine gute Message, wenn die ganzen Mädels sich zum 18. Geburtstag ihre erste Botox-Spritze wünschen, weißt du? Ja, gib ihm, Spritze, gib ihm, weißt du? Das ist nicht gut.
Aber hey, ist ja auch kein Thema, wenn die Injektion daneben geht, weil dann einfach Gucci Capitif, lelelele. Danke. Brä. Yeah, und eingetütet. Johnny, meine Damen und Herren. Johnny. Es geht direkt weiter. Sie sind im Grunde genommen Stammbewohner in dieser Sendung. Was soll ich noch sagen, außer Simon und Jan? Sarah Wagenknecht, letzte Nacht in meinem Traum. Was soll ich sagen, seither schlaf ich schlecht. Wir saßen nackt in einem Baum. Ich hatte Sex mit Sarah Wagenknecht, Anfang November eine Nacht. Es fällt mir schwer, das hier zu sagen, echt. Was hat sie nur mit mir gemacht? Ich hatte Sex mit Sarah Wagenknecht. Ich war gefesselt eine Nacht. Die ganzen ideale Nacht vor mir auf einem Ast. Was haben wir uns dabei gedacht? Der Himmel war voll Geigen und dann färbt er sich rot. Und über uns, ach, das vergesse ich nie. Gute, eine weiße Taube leisen, eine Wolf-Biermann-Melodie. Ich hatte Sex mit Sarah Wagenknecht, letzte Nacht in meinem Traum. Jetzt hab ich Rücken, denn wir lagen schlecht, dort oben nackt in unserem Baum. Und dann schrie sie, Peng, was Gregor Gysi. Fand ich auch schon immer nett. Er wirkte noch viel kleiner als er war in diesem großen grünen Bett. Und dann zack ging es ganz schnell, kaum war der Himmel rot, wurd's hell. Morgens dann im Löffelchen erwacht. Ach, Gregor, kleiner Bauch, was für eine Nacht. Alles easy. Ich hatte Sex mit Gregor Gysi in meinen Träumen letzte Nacht. Zwischen uns ist alles easy. Es hat nur kurz mal Bumm gemacht. Super anhört und geniale Texte sind, dann ist es Simon und Jan, meine Damen und Herren. Ach, was macht das Spaß. Ach, was macht das Spaß. Ja, sehr schön. Das ist auch, das ist so eine Melodie, ist ja echt herrlich, ne? Da kann man sich so reinlegen. Da kann ich auch mal abschalten, wissen Sie? Ja, weil ich muss zugeben, was ich nicht kapiere, ist Fernsehen. Wie funktioniert, also an, aus kann ich auch jetzt nicht, dass ihr zu wenig Vertrauen in mich habt. Nein, also auch umschalten, hat er mittlerweile begriffen, der Onkel. Aber wie kommt die große Frau aus dem Studio als kleine Frau in mein Apparat? Das hört sich sexuell an, aber ich meine wirklich, wie es technisch, verstehen Sie? Also ich verstehe Sie. Also wie kommt das, und dann fliegt das ja durch die Luft und ist auf einmal in meinem. Welche Tiere transportieren diese Informationen durch die Luft,
dass es dann so, wie sie es wollen, bei mir ist. Das verstehe ich. Und dann ist das Bild ja auch noch krass. Das Bild, das sind ja ganz kleine Punkte. Ja, und die werden aus drei Grundfarben gemischt. Die sind rot, grün und blau. Also du kannst alle Farben aus drei Grund... Alle, wirklich alle. Und ich habe das mal mit dem Pelikan-Farbkasten probiert. Es ist immer braun. Es ist wirklich, ich habe noch nie gelb geschafft. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja. Kapier ich nicht, ich verstehe es nicht. Ich habe mal probiert. Ich habe mich auch mal mit einem Techniker unterhalten und der meinte, ja, das ist ein Steuergerät. Ich sage so, oh. Und jetzt? Ja, das steuert das. Das habe ich mir schon fast gedacht, habe ich gesagt. Ja, aber wie sagt das Gerät in kleinen Punkten? Ja, im Grunde genommen sagt der Technik beruht meistens auf der Annahme an und aus. Der super, dachte ich, okay, an, aus. Jetzt haben sie aber einen Quantencomputer ja entwickelt, bei dem ist an gleichzeitig an und aus. Und aus ist gleichzeitig an und aus. Also eigentlich ist immer an und aus. Jetzt stehe ich bei mir zu Hause vorm Lichtschalter und versuche das mal. Und da sage ich, also es ist Strobo, ja, aber kapiere ich nicht. Kapiere ich nicht, schaffe ich nicht. Von der Grütze her... Unendlichkeit, auch so ein Ding. Unendlichkeit, ne? Das ist Unendlichkeit. Fangen Sie mal an über die Unendlichkeit. Na, ich kriege jetzt schon Schaum vom Mund. Unendlichkeit, das heißt, versuchen Sie sich das mal, das kannst du ja schlecht malen. Also wie weit, wann ist es, vor allem, wie sollst du dir was vorstellen, was nicht aufhört, wenn es ja auch nicht anfängt? Also ist ja, weißt du, wo fängst du an? Ja, ganz weit dahin. Und dann geht das sehr weit nach da. Ja, das ist unendlich. Und gerade wenn du denkst, jetzt hast du es kapiert, dann hat Stephen Hawking der Drecksack, weißt du? Als er mit seinem Wägelchen zum Schluss kam, dann hat er gesagt, ja, vielleicht haben wir gar keine Unendlichkeit, sondern wir haben eine nur in der Starre befindliche Inflation, in deren Tasche wir leben können. Ja, so habe ich auch reagiert, habe ich gesagt, was? In welcher Tasche lebe ich? Von Stephen Hawking in der Tasche? Und was für eine Inflation? Also das heißt, dass sowas Flatulenziges ist. Also es war in wessen Tasche Flatulenziges? Das Schlimmste ist, ein chinesischer Geistlicher hat gesagt, wenn Ihnen die Unendlichkeit Angst macht, stellen Sie sich einfach das Gegenteil vor, nämlich die Endlichkeit, dann kriegen Sie richtig Panik. Das ist, dann habe ich das auch gemacht. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe jetzt nicht die Unendlichkeit des Alls, also es gäbe eine Endlichkeit. Das heißt, die Erde hängt im Grunde genommen in der Kiste, da hat einer mal einen Deckel drauf gemacht und das war's. Also jenseits von, weiß ich nicht, vom hellen Licht da oben, dahinter gibt's nichts. Also da ist Schluss, das ist... Wie im Keller, weißt du? Also an der Wand, wo keine Tür ist. Da denkst du einfach, oh, hier ist dann wohl zu Ende. Und das geht aber in alle Bereiche. Das ist ja... dann doch lieber Fernseher. Dann gibt es aber halt diese andere Kategorie. Und das ist die Kategorie, wo ich kein Verständnis für habe. Ne? Das sind dann so Sachen, wo ich einfach denke, ihr Deppen. Und da muss ich, und das ist eine Sache, und das war mir wichtig, dass ich das, ich schätze mal, ich werde nie wieder bei Dreisat arbeiten, aber das möchte ich jetzt einmal sagen. Und zwar, wer hat graues Klopapier erfunden? Graues Klopapier, ganz ehrlich, das verstehe ich nicht. Es ist ein Hygieneartikel, der so weh tut, dass sie ja im Grunde, was, das verstehe ich nicht, da habe ich, wer, welcher Menschenhasser hat sich zu Hause hingesetzt, ich baue jetzt eine Nagelfeile fürs Arschloch. Wer hatte diese Arroganz, uns das allen anzutun? Das ist der Endgegner, Blofeld und Saruman in einer Person. Schön wund muss es sein, schön wund. Was mir da Hoffnung macht, ist dann doch wiederum die Unendlichkeit. Weil es gibt da die Theorie der Parallelwelten. Das heißt, wenn es die Unendlichkeit geben sollte, dann kann es gut sein, dass irgendwo da draußen ein Planet existiert, auf dem stehe ich jetzt auch gerade so wie hier vor Ihnen als Kabarettist. Aber es gibt kein graues Klopapier. Das gibt's. Das Paradies ist da draußen. Nur ich bin nicht da. Das ist die Kacke. Also jetzt nicht ich, sondern das andere Ich. Und das hilft mir ja kein Stück weiter. Ja. Wenn man sich das mit den Parallelwelten halt vorstellt, dann ist es natürlich auch, gibt es wieder die Gegentheorie. Das heißt, wenn es unendlich viele Welten gibt, gibt es irgendwo da draußen auch einen Planeten, da wischt sich graues Klopapier mit mir den Arsch ab und denkt, welches Arschloch war das denn? Manchmal ist es gut, wenn es nur Theorie bleibt. Dankeschön. Der nun folgende Künstler, auch er ist ein guter Freund. Wir waren schon auf ganz, ganz vielen Bühnen gemeinsam. Ich genieße das. Es ist wie ein kleines Klassentreffen hier. Und das heißt,
Auch jetzt geht mein Herz wieder auf. Hier ist's für Sie. Ein Shootingstar. Er hat schon alles da draußen gemacht, was man machen kann. Aber er hat gesagt, es gibt einen Ort, an den ich immer zurückkehren werde. Das ist die Happy Hour. Für Sie, Özcan Kosa! Dankeschön. Thank you. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich weiß, nein, es hat sich schon geändert. Ich bin inzwischen Deutscher. Aber früher war ich halt Türke und das ist halt oft so, dass viele Leute sich denken, so, Türken, wir sind jetzt nicht so akzeptiert, seien wir ehrlich. Wenn ihr am Kotti seid und ihr seht so zwei, drei Kanaken, die so, hey, was ist los, Alter, was? Dann läuft ihr so vorbei und denkt euch so, oh mein Gott, guck mal, dieser Türken, oh mein Gott. Aber stell dich doch mal den ganzen Tag am Bahnhof so hin. Stell dich mal 10 Stunden angespannt am Bahnhof und sag den ganzen Tag, was, Alter, was? Was, Alter? Mach das mal 10 Stunden. Ich hab einen deutschen Kumpel, der hat das gemacht, am nächsten Tag, der so, Özcan, ich hab voll Muskelkater, Alter, ey. Türke sein ist voll anstrengend, Mann. Türke sein ist auch nicht einfach, Leute, weil Türken haben eine ganz andere Biomechanik als Deutsche. Diese neuromuskuläre Zusammenspiele, diese ganze biomechanischen Fähigkeiten und Fertigkeiten ist ganz anders strukturiert. Allein die Mimik nimmt so viel Kapazität in deines Gehirns ein. Und dann kommt ja noch die Körpersprache. Was ist los, Alter? Ich geb dir was, du Fisch. Bei Deutschen, da ist es viel einfacher strukturiert. Da ist so, hey, hoch der Kölbe, neider Zinge, la 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 la. La 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 la. Aber manchmal denke ich mir schon, wisst ihr, ich glaube, wir Türken wären viel akzeptierter, hätten wir so was Spektakuläres gemacht. Stell euch mal vor, wir wären die Ersten auf dem Mond gewesen. Das ist so eine Traumvorstellung von mir manchmal. So die Ersten auf dem Mond, so Murat Armstrong und Mehmet. Stell mal vor, die so in der Kapsel, die so. Mehmet, ich gehe jetzt raus. Okay, Murat. Du bist der Erste auf dem Mond. Maschallah. Scheiße, ich hab mein Visier angespuckt, Alter. Scheiße. Okay, ich geh dann alleine raus, Maruk. Yalla. Aber ich glaube, wir Türken werden voll enttäuscht auf dem Mond. Murat, was siehst du? Nix, Maruk. Was heißt da nix, Alter? Alter, hier gibt's nur Erde und Steine. Spielhalle? Auch nicht. Scheiße, 6 Millionen Euro für Benzin ausgegeben, Alter. Fucker. Aber ich bin ja ganz ehrlich. Manchmal denke ich mir schon so, hey, das wäre schon geil, hätte ich so eine Zeitmaschine und könnte die Geschichte verändern. Einfach so in Zeiten reisen, weißt du, oder in die Steinzeit. Okay, wir Türken werden irritiert in der Steinzeit, wenn so Neandertaler vorbeilaufen. Ich so, Mehmet Abi? Aber manchmal stelle ich mir schon so vor, hätte ich so eine Zeitmaschine und könnte so voll viele Menschen mitnehmen. Stell dich mal vor, dieses Szenario wäre vor 400, 500 Jahren. Stell dich mal vor, was wären wir für Menschen? Was wären wir beruflich machen so? Du wärst vielleicht ein Prinz, du wärst eine Magd, ihr wärt auch damals arbeitslos. Aber ich wäre wahrscheinlich ein Hofnarr, so mein König. Überleg mal, das war damals Netflix so. Aber das Ding ist, aber damals waren Männer Männer. Ich sage ganz ehrlich, Mann, damals waren Männer Männer. Ich meine, wir Männer, wir haben uns ja verändert. Guck uns mal an. Alles so metrosexuell. Soll ich mir den Arsch rasieren? Wir sind ganz anders geworden. Früher waren Männer, nee, wir haben uns auch in den letzten Jahrzehnten verändert. Ich meine, früher waren Männer so, wir sind in den Baumarkt gegangen, haben einfach Kettensägen gekauft, ohne Grund. Haben die Kumpels angerufen, kommt Edeka Parkplatz, warum komm? Und dann haben wir die Kettensäge ausgepackt, alle so. Weil wir Männer waren. Also manchmal frage ich die Leute, in welcher Zeit würdet ihr gern leben? Manche rufen rein, Osmanische Reich. Manche sagen Mittelalter. Ja, klar. Ihr Pussys, die gehen in so Vereine, so Mittelaltervereine. Hui, hui, hui. Ich würde gerne in dieser Zeit leben. Alter, damals gab es jede Woche Krieg. Da konntest du nicht irgendwie so hui, hui. Überleg mal, du stehst ganz vorne, dein Herr, so 300 Leute. Die haben dir nur so ein kleines Schwert gegeben gegenüber einer Horde Barbaren. 5000 Männer mit so langen Eisenstangen, Kette, Morgenstern, die so. Und du stehst ganz vorne mit dem Schwert. Du so, wir sind gefickt, Alter. Die, die vorne sind, sind immer gefickt, Alter. Ich wäre abgehauen, gell? Ich hätte die anderen im Stich gelassen. Ich bin ehrlich zu euch.
Moruk, es geht um deinen Arsch. Ich so, Jungs, ich geh kurz kacken, ich bin gleich wieder da. Scheiß doch hier, wir sterben sowieso. Und was ist, wenn nicht? Hä? Dann stehe ich in den Geschichtsbüchern, du als Karl der Große, ich als Özcan der Scheißende. Lieber nicht, also wir bleiben da. Dankeschön, Leute, vielen, vielen Dank. Peace out, Mother Brothers. Give it up. Schönen Abend noch, Dankeschön. Özcan Kosa, meine Damen und Herren. Also wer sich jetzt nicht vorstellen kann, das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht weiter. Wir machen direkt weiter in unserem Spaßreigen. Wir kommen jetzt zu einer Poetry-Slammerin. Sie garniert das Ganze mit einem außerordentlichen Witz. Was soll ich noch sagen, außer hier ist für Sie Viktoria Helene Bergmann. Einmal hat eine Frau zu mir gesagt, dass ich niemals glücklich werden würde, wenn ich nicht aufhören würde, mich ständig mit anderen Leuten zu vergleichen. Aber sie war ungefähr 30 Jahre älter und viel attraktiver als ich. Was weiß die schon? Außerdem läuft es eigentlich ganz gut bei mir. Ich wohne nicht in so einem Land, wo hinter jeder Tür ein Verbrechen lauert. Klopf, klopf, wer ist da? Fahrerflucht. Ist witzig, weil das ein Verbrechen ist, deswegen. Wo man Malaria kriegen kann und wo es nur zweilagiges Klopapier gibt, so wie Malaysia oder Namibia oder Österreich. Außerdem habe ich mir nur ein einziges Mal in meinem Leben ein Tutorial auf YouTube angucken müssen, als ich völlig verzweifelt war, weil ich mein Chibo-Wurfzelt nicht mehr zusammengefaltet bekam. Und solange ich niemals wie dieser Mann werde, der, wenn er bei Fremden zu Besuch ist, immer heimlich duschen geht, ist ja eigentlich das meiste schon irgendwie okay. Aber ich könnte schöner sein oder netter oder ich könnte besser basteln können. Das Leben von Personen, die gut basteln können, muss echt toll sein. Die haben einfach immer tolles Bastelmaterial dabei und wollen in jeder Situation immer nur basteln. Einmal kurz an der Ampel warten, schwupps, ein Vogelhaus. Aber das kann ich natürlich wieder nicht. Und wenn man schlechter ist als andere, lauern überall potenzielle Situationen, in denen man versagen kann. Was, wenn jemand mich von hinten verwechselt und denkt, ich wäre scheiße und mich versehentlich eine Klippe herunterschmeißt? Was, wenn der Arzt mir bei meiner Brustvergrößerung aus Versehen Sandsäcke einsetzt und ich dann immer nach vorne umkippe? Was, wenn ich mich mit den Sandsäcken aus Versehen an eine Klippe stelle? Was dann? Dann muss man sich schützen, braucht da eine gewisse Sicherheit. Aber mir kommt es bei Männern nicht auf Aussehen oder Charakter an, sondern nur darauf, ob er einen Fahrradhelm trägt, wegen der Sicherheit. Hat kein Mädchen jemals gesagt. Also wo soll die Sicherheit herkommen, wenn man nur eine nackte Schnecke ohne Rückziehhaus ist? Nacktschnecken sind ja schließlich auch nur normale Schnecken, die sich die Mietpreise in München nicht leisten können. Und es ist ja auch sehr schwer, sein ganzes Leben lang ein Haus tragen zu müssen. Und wenn man dann noch ein Äffchen und ein Pferd hat, dann wird's richtig hart. Ich weiß, dass es nicht gut ist, wenn man bei allem, was man tut, darüber nachdenkt, was andere Leute davon denken. Denn die Leute reden eh immer. Hast du schon gehört? Die Angelika sagt, die Hannelore sieht aus wie ein Wal. Was? Aber sie ist doch gar nicht fett. Nee, weil sie so glatte Haut hat, deswegen. Aber das heißt ja nicht, dass ich Sachen nicht mehr mache. Ich weiß ja auch, dass es besser wäre, wenn ich aufhören würde zu rauchen. Aber war es nicht schon Leistung genug, überhaupt damit anzufangen? Wenn man über alles an sich denkt, dass Leute es schlecht finden könnten, dann kann man ja irgendwann vor Scham gar nicht mehr vor die Tür gehen. Ich zum Beispiel war noch niemals in New York und noch niemals auf Hawaii. Ich hätte gern ein iPhone, doch ich habe nur ein Huawei. Wie peinlich. Ich habe keinen Schulterstand am Barren für mein Abitur gemacht. Dabei hätte mir das sicherlich viele Pluspunkte für mein späteres Berufsleben einbringen können. Beim Bewerbungsgespräch hätten die Leute später sicherlich gesagt, gut, Frau Bergemann, offenbar sind Sie ziemlich dumm und sozial völlig inkompetent, aber Ihr Schulterstand am Barren, der hat uns wirklich beeindruckt. Andererseits... Ich mach das nicht vor jetzt. Andererseits will ich auch keinen Job, denke ich dann. Arbeiten ist blöd, Hitler hat gearbeitet. Und dann gibt's wieder Leute, denen scheinbar völlig egal ist, was andere von ihnen denken. Zum Beispiel die, die bei diesen grauenvollen Internet-Epidemien mitziehen. Bilder, auf denen so etwas steht wie, like das, wenn du auch manchmal Schuhe trägst. Und tausende von dummen Menschen teilen das und verlinken ihre Freunde darunter mit dem Kommentar, haha, Bernd, ey, das sind so wir. Wir haben echt meistens Schuhe an. Oder die, die sowas sagen wie, das Lukas-Evangelium, gutes Buch. Da denkt sich doch jeder Außenstehende, also, das kann's ja jetzt nicht sein. Aber
Man kann dem ja auch gar nicht entkommen, wenn andere einen immer vergleichen. Ich hasse es zum Beispiel, wenn meine Stiefuroma zu mir sagt, als ich so alt war wie du, war ich nicht so hässlich. Naja, einmal hat eine Frau zu ihm gesagt, dass ich niemals glücklich werden würde, wenn ich nicht aufhören würde, mich ständig mit anderen Leuten zu vergleichen. Die war wahrscheinlich viel glücklicher als ich. Dankeschön. Victoria Helene Bergemann, meine Damen und Herren. Sie kennen doch das alte Sprichwort. Wenn es einmal gut war, sollte man es unbedingt noch ein zweites Mal holen. Hier sind für Sie nochmal Simon und Jan. Im Gleichschritt marschieren, wer Marsch am Ende kehrt. Haben wir schon gemacht, hat sich nicht bewährt. Lehrer denunzieren, wenn er nicht das Rechte lehrt. Haben wir schon gemacht, hat sich nicht bewährt. Die Köpfe kahl rasieren, wenn uns Scheiße widerfährt. Haben wir gemacht, aber hat sich nicht bewährt. Den Flüchtling erschießen, der die Grenze überquert. Haben wir schon gemacht, hat sich nicht bewährt. Sein Nazi-Sein zum stolzen Patriotentum verklärt. Haben wir schon gemacht, hat sich nicht bewährt. Sinn entleert geblubbert, wenn uns irgendetwas stört. Was läuft denn bei euch eigentlich verkehrt? Ich sag's nochmal, es hat sich nicht bewährt. Euch hat man doch per Zange rausgezerrt. Da hat sich doch die Mutter schon gewehrt. Verzicht auf Frauenquote, weil sich das von selber klärt. Haben wir schon gemacht, hat sich nicht bewährt. Fakten ignorieren, weil die Wahrheit uns gehört. Haben wir schon gemacht, hat sich nicht bewährt. Männer an die Macht, Frauen an den Herd. War zwar lecker, aber hat sich nicht bewährt. Deutschland über alles haben wir lange nicht gehört. Haben wir schon gehabt, hat sich nicht bewährt. Einen braunen Idioten, der uns unsere Welt erklärt. Haben wir schon gehabt, hat sich nicht bewährt. Haben wir gemacht, aber das ist längst verjährt. Euer Prinzip begreift doch wirklich jeder Arsch. Kehrt Marsch, kehrt Marsch. Von den Kindern setzen. Das war es auch schon wieder mit unserer kleinen, feinen Sendung hier in Dreisat. Heute mit dabei waren Till Reiners, Zane, Özcan Kosa, Victoria Helene Bergemann und unsere Hausband, die Simon und Jan Combo. Denkt ihr dran, Kabarett kann auch Spaß machen. Danke, dass Sie da waren. Und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Puff Puffs Happy Hour. Danke.